Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Heute sprechen wir über Integrität. Als energetische Wesen wissen wir, dass alles, was wir denken, alles, was wir aussenden, sich manifestiert. Und wenn ich nicht integer bin, mit mir selber, dann werde ich ein nicht integeres Umfeld, nicht integere Situationen, nicht integere Menschen manifestieren. Also, was meine ich mit Integrität? Ich meine damit, dass ich weiß, dass im Außen nichts und niemand anders ist, als ich es glaube, als ich es erwarte. Also bin ich selbst integer zu mir und weiß, da draußen gibt es keine Attacken, da draußen gibt es keine Menschen, die mich betrügen oder belügen wollen, über den Tisch ziehen wollen und vor allem Coaches, die mir irgendetwas verkaufen wollen, die mir irgendetwas aufdrängen wollen, die mich irgendwie in ihre Klauen und Zwänge und in die Abhängigkeit ziehen möchten. Es ist ein großes, großes Thema in der Coaching-Szene. Mit wem arbeite ich zusammen? Wer ist mein Gegenüber? Und da ist es so, so wichtig, dass du mir jetzt zuhörst, dass du, wenn du dir eine Begleitung erlaubst, Unterstützung erlaubst, dass du siehst, wie diese Person die Welt sieht. Und genauso wie diese Person die Welt sieht, wie sie, was für Ansichten sie hat, was für ein Mindset die Person hat, kommt sie entweder aus der Beschränkung des Human Designs, aus dem Mangeldesign. Und da draußen herrscht Mangel und Mangel ist an der Tagesordnung und deswegen gibt es auch mangelhafte Coachings und mangelhafte Coaches. Oder die Person kommt aus dem Divine Design und vertritt die Meinung, alles ist da. Alles ist schon in der Erfüllung. Du bist Erfüllung, du bist die Erfüllung. Nicht integer ist es, wenn ich zu meinem Ego-Design stehe. Wenn ich dazu stehe und darauf bestehe, dass die Dinge beschränkt sind, limitiert sind, Strategien gefahren werden müssen, dass man erfolgreich ist, dass es nur den einen Weg geht oder den Weg, den die Person gegangen ist. Das ist nicht integer zum Divine Design. Ich würde nur mit Menschen arbeiten, die nicht versuchen, mir mein Human Design zu erklären, sondern die genau wissen, Human Design ist völlig egal. Divine Design ist die Wahrheit. Und was ich hier menschlich in meinem Kopf mir zusammenspinne und über mich erzähle, was mich einschränkt, limitiert und unterdrückt und andere gleichzeitig einschränkt, limitiert und unterdrückt, das ist nicht integer. Und all diese Diskussionen über Fake Spiritualität oder all die Diskussionen über miserable Coaches, die schuld sind, dass man in Abhängigkeit gekommen ist. Leute, Eigenverantwortung, Selbstintegrität, das muss an den Start. Ich muss wissen, wer ich bin. Dann weiß ich, wer die anderen sind. Deswegen muss ich zuerst an mir arbeiten. Ich muss an mir dieses
Prinzip verkörpern, diese absolut hundertprozentige Integrität zu meiner Kraft, zu meiner Power, zu meiner Macht und niemals diese Macht und Power nach außen abgeben, auch nicht an einen Coach, auch nicht an eine Methode, auch nicht an eine Erfolgsstory, die du nicht glauben kannst. Deine Integrität zu dir selber, zu deiner Macht, zu deiner Kraft, zu deiner Power, das muss an allererster Stelle stehen. Und du darfst dir jemanden zur Seite nehmen, der dir bedingungslos, also ohne, dass du etwas anderes sein musst, verstehen musst, das Prinzip näher bringt, wer du wirklich bist, in Wahrheit, wie du wirkst. Divine Design Energetics, die Energie, die göttliche Energie, die Energie aus dem Wesen, das wir wirklich sind, diese Energie, darfst du bedingungslos, ohne Grund, ohne Voraussetzung, keine Zeit, kein Ort, keine Erfahrung, keine Geschichte, keine Herkunft, ist notwendig, dass du einsteigst in das, was du wirklich bist. Und ich bin hier, um genau das in Erinnerung zu rufen und um diese ganzen Narrative, die Bedingungen zeigen, immer wieder. Du musst das machen, 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 bevor du endlich die sein kannst, die du wirklich bist. Das musst du nicht. Du kannst jetzt einsteigen und deine einzige Aufgabe ist, deinem Verstand Divine Design klarzumachen, dein Divine Design klarzumachen, dich immer wieder an dein Divine Design, an deine Perfektheit, an deine Kraft, an deine Power, an deine Bedingungslosigkeit, an deine Grenzenlosigkeit zu erinnern und dabei das Außen, äußere Situationen, Geschichten aus der Vergangenheit, Ängste der Zukunft als das anzusehen, was sie sind. Eine Fata Morgana. Eine Fata Morgana deiner alten Geschichten, deiner alten Identität. Und diese Fata Morgana musst du nicht bedienen. Du darfst integer, vollkommen stur, steif und fest hinter dir in deinem Divine Design stehen. Und du musst dir von nichts und niemanden sagen lassen, dass es einen anderen Weg gibt, eine andere Strategie, außer die, die dir entspricht, die du bist. Du bist alles, du hast alles verdient. Du darfst nur lernen, das hier zu verkörpern, keine Bedingungen mehr anzunehmen, alles, was sich schwer und umzu anfühlt, musst du nicht annehmen, sondern du kannst in einem integeren, verankerten Zustand deine Wahrheit sprechen und verkünden, wenn du weißt, dass das die absolute Wahrheit ist. Wenn du weißt, dass es keine relative Wahrheit gibt. Die absolute Wahrheit, ich bin divine, ich bin perfekt, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin unterstützt, ich darf sein, wer ich will, ich darf leben, wie ich will, ich darf Lebensstil wählen, wie ich will, ich darf meine Ansichten wählen, wie ich will und nichts und niemand außer ich selbst, kann mich diesbezüglich verurteilen. Und wenn Verurteilung da ist, wenn Ablehnung da ist, dann ist sie in mir entstanden. Ich war auf dem Holzweg und ich kann sie jederzeit verändern. Das Außen ist mein Spiegel, das Außen ist meine Reflexion. Das, was andere Menschen zu mir sagen, glaube ich selber. Was andere Menschen über sich denken, glaube ich.
was andere Menschen über mich denken, glaube ich. Und wenn du erkennst, dass das das einzige Lebens- und Businessmodell ist, das absolut verhebt, das keine Lücken hat, dass das einzige Businessmodell ist, das einzige Lebensmodell, auf das du dich immer verlassen kannst und das integer mit dir ist. Es ist integer. Das Prinzip der Schöpfung, das Prinzip der Manifestation ist absolut integer. Es kennt keine Ausnahmen. Es steht hinter dir, so wie du hinter dir stehst. Und wenn du hinter dir stehst wie ein Fels in der Brandung, wie eine Löwenmutter, dann bist du safe, wherever you go. Dann musst du dich nicht verteidigen, dann musst du dich nicht rechtfertigen. Dann kannst du das Leben leben, so wie es dir entspricht. Und das ist Integrität. Und wenn du ein integres Business aufbauen willst, wo niemand dich in Frage stellt, wo es keine Hater gibt, wo es keinen gibt, der das ablehnt, wo es keinen gibt, der es nicht versteht, wo es keinen gibt, der es nicht unterstützt, wo es keinen gibt, der es nicht wertschätzt, dann musst du ein absolutes Business aufbauen, das absolut integer ist, das absolut dir entspricht, das absolut dem entspricht, was wahrhaftig ist. Und dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du die Wirkung haben, die du möchtest. Dann wirst du die Identität verkörpern, die du möchtest. Dann wirst du morgens aufstehen und dich gut fühlen. Dann wirst du abends ins Bett gehen und dich gut fühlen, erfüllt fühlen. Und dann wirst du absolut zufrieden und glücklich sein mit den Dingen, die du tust, die du kreierst und die du manifestierst. Und ich möchte diese Frauen begleiten, die schon ein Business haben, aber in diese absolute, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie die Welt funktioniert, ich weiß, wie Manifestieren wirklich funktioniert, wie Divine Design Energetics funktioniert, wie alles aus mir heraus entsteht, wie keine mangelhaften Gedanken sein müssen, weil sonst Mangel entsteht, wie ich ausfülle aus Erfüllung, aus Unterstützung, aus Sicherheit herausdenke und wie ich das für andere mitverkörpern kann, bis sie selber absolut in ihrer Ich-Bin-Überzeugung angekommen sind. Und wenn du das jetzt hörst und strugglest und irgendwo denkst, wo liegt mein Problem, buche dir zuerst ein Gespräch mit mir, 20 Minuten, 60 Minuten. Und dann wirst du schon so viel Klarheit und Wahrheit bekommen, dass dich eigentlich nichts mehr aufhalten kann, dein Business, deine Angelegenheit, dich, deinen Brand zu verkörpern und in die Welt zu bringen, weil du erkennst, dass das der Grund ist, warum du hier bist. Und dass das deine Berufung ist. Und dass deine Berufung schon da ist. Dass du schon lange berufen worden bist in dein Divine Design, aber du dir so viel Zeug in deinem Kopf zurechtgelegt hast, was dir immer wieder sagt, es fehlt etwas, es ist noch nicht da, du bist im Mangel. Und solange du da nicht aussteigst aus der Mangelwelt, aus der Welt der Bedingungen, aus der Welt, wo du an Bedingungen gebunden bist, wo dein Verhalten an Bedingungen gebunden ist, wirst du immer unzufrieden sein. Wirst du immer glauben, dass du etwas falsch gemacht hast oder dass du mehr tun musst, dass du mehr rackern musst, dass du mehr ackern musst. Aber wirklich zu erkennen, dass es nur um dich und deine Energy geht, um keine Strategie, auch nicht 5%. Sondern das, was du tust, ist schon lange getan worden.
das, was du machst, ist schon lange gemacht worden. Aber das, was du bist, auf das kommt es an. Und da ist dein Geld, da ist deine Partnerschaft, da ist deine Begeisterung, da ist dein Lifestyle. Es ist alles schon da und wartet nur, dass du dich ins gemachte Nest setzt und die Frau bist, die dahin gehört. Das ist Business. Divine Design Business. Business, das funktioniert. Business, das dir entspricht. Business, das dich gut, sicher, richtig und unterstützt fühlen lässt. Das ist dein Lifestyle. Divine Design Lifestyle. Und nicht protzen und nicht irgendwie zeigen, schau mal, wie toll es mir geht, schau mal, was ich alles schaffe und dich gleichzeitig unterdrückt und nicht gut genug zu fühlen. Und Energie lügt nie. Und zum Abschluss von diesem Video möchte ich dir sagen, ich habe eine Coachin, wie man heutzutage so schön sagt. Irgendwie bin ich der mal begegnet und habe gedacht, wow, irgendwas stimmt da nicht. Und sie hat auch geprotzt und geklotzt und erzählt und wollte inspirieren mit ihrem Lifestyle, mit dem, was sie tut und mit ihrem Business. Gestern habe ich ein E-Mail von ihr bekommen, weil ich irgendwie noch auf ihrer E-Mail-Liste stand. Und da hat sie erzählt, wie scheiße es ihr ging, wie sehr sie verarscht worden ist, wie sehr man sie ausgenützt hat, wie sehr sie unterdrückt worden ist. Und deswegen hat sie sich versteckt und, glaube ich, keine Ahnung, 1 Jahr, 2 Jahre hat man nichts von ihr gehört. Jetzt ist sie wieder da mit einer neuen Geschichte, mit einem neuen Angebot, als eine neue Frau. Und der Vibe, den du mitbringst, egal mit welchem Vibe du Business Class oder sogar First Class fliegst, kommt durch jedes Foto hindurch. Kommt durch jedes Reel, durch jeden Movie, was du von dir hältst, wie integer du hinter dir stehst, wie du davon ausgehst, dass die Welt, dass die Energie hinter dir steht. Sie steht hinter dir bedingungslos. Und wenn du diese Energie bist, die du sehen möchtest, dann fühlt sich das so erfüllt an, ohne irgendeine Sorge, sorglos, frei. Aber da kommst du nicht hin mit Fake it until you make it. Energie lügt nie. Und absolut ist das absolut High-Level-Business-Programm, das dir diesen ganzen Schuh auszieht. Diesen Schuh der Coaching-Szene, diesen Schuh der Business-Szene, diesen Schuh, was erfolgreiche Millionäre machen und tun und was die für einen Lifestyle haben, zieh dir den Schuh aus. Der belastet dich nur. Geh barfuß, sei nackt, sei du und mach kein Geld, keinen Erfolg von irgendanderem oder irgendetwas anderem abhängig als von deinem Seinszustand. Dein Brand, der ist schon. Du bist schon gebrandmarkt. Du bist gebrandmarkt mit Divine Design. Also lebe es. Alles, was dagegen steht, gehört in die Tonne. Und wir gehen zusammen, wenn du möchtest, in dein absolutes Divine Design Business. Absolut. Das ist der geilste Business Mastermind, das du jemals buchen kannst. Weil es geht absolut nur um dich und es geht niemals um mich. Um meinen Lifestyle, was ich geschafft habe. Es geht um dich, um deine Geschichte, um dein Business, um deine Angelegenheit, um dein Divine Design. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest für absolut. Wenn du noch kein Business hast, komm in Rising Up. Wenn du ein Business willst, ist Rising Up genau der Schritt, den du brauchst, bevor du überhaupt irgendwas über Business lernen musst. Außer über dich. Rising Up, die Mastermind.
die dich genau dahin bringt, dass du Business machen kannst, dass du Beziehungen machen kannst, dass du Lifestyle machen kannst nach deinem Geschmack. Du stehst im Mittelpunkt. Und ich werde einen Teufel tun, mich zu inszenieren und dir zu zeigen, wie du zu leben hast, sondern ich werde alles aus dir rausholen, was da schon immer war. Und ein riesen geniales Business mit dir draus machen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.